Hallöchen, ich bin Nadine Weiner von stampingclub.de und ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin. Heute möchte ich euch die Aktion Flügel voller Fantasie vorstellen. Diese Aktion läuft vom 2. März bis zum 3. Mai 2021. Sie ist eine Vorabaktion zum neuen Stampin' Up! Jahreskatalog, der am 4. Mai erscheint. Hier ist der Flyer dazu, den findet ihr auf meinem Blog. Da könnt ihr euch das Ganze im Detail angucken und auch nochmal runterladen. Meine Kopie ist jetzt hier nicht so toll. Mein Drucker versagt gerade. Und jetzt kommen wir zu den Produkten im Einzelnen. Da haben wir das Stempelset und die Stanzform. Diese beiden Produkte werden auch im neuen Jahreskatalog 2021-2022 enthalten sein. Jetzt bekommt ihr sie vorab, entweder einzeln oder beide zusammen im Produktpaket mit 10% Preisvorteil. Das Stempelset besteht aus einem einzelnen Stempel, für den ihr den transparenten Block in F oder den Stemperatus benötigt, weil er halt so groß ist. Nochmal zur Erinnerung. Das da hier ist der Block in Größe F. Ne? Also, die Stanzformen bestehen aus 12 einzelnen Stanzformen, die ihr mit der Stampin' Up! Stanz- und Prägemaschine oder allen gängigen Maschinen verwenden könnt. Mit der Minimaschine kann das Ganze nicht funktionieren, denn diese Form hier ist definitiv zu groß. Die kleinen könnt ihr natürlich, wobei bei dem hier müsste ich noch mal gucken. Doch so rum geht's. Also, wer die kleine Maschine hat, alle Stanzformen damit verwendbar, außer diese hier. In diesen Stanzformen enthalten ist diese große Form, mit der ihr die Konturen der gestempelten Schmetterlinge aus dem Stempelset Butterfly Brilliance ausstanzen könnt. Außerdem habt ihr 6 Stanzformen, die detaillierte Schmetterlinge ausstanzen, die ihr mit den gestanzten Konturen aus dieser Form hinterlegen könnt. Ich habe euch das mal vorbereitet, damit ihr das besser sehen könnt. Also das sind quasi die Konturen, die ich gestanzt habe, mit dieser Form aus ganz normalem Farbkarton in Grundweiß. Das würde auch entsprechen dem Stempelmotiv hier auf. Der Abbildung ist das Ganze nur zu 85% Größe abgebildet. Deshalb passt es nicht. Deshalb zeige ich euch das hier jetzt nochmal. Also ihr könnt hier die Konturen wunderbar ausstanzen. Oder ihr stanzt das ohne gestempelt quasi und dann habt ihr diese Dinger. Wenn ihr diese detaillierten Stanzformen nutzt, bekommt ihr solche hübschen Schmetterlinge. Einer schöner als der andere. Und die könnt ihr dann, wenn ihr das möchtet, natürlich auch hier mit diesen Konturen quasi hinterlegen. Mal gucken, ob ich finde, welcher wohin gehört. Ist jetzt kein großer Kontrast, weil ich Flieder und Weiß verwendet habe. So, der kleine hier und der kommt hier hin. Das sind also diese 6 verschiedenen Schmetterlinge, aber ihr bekommt auch noch einen siebten und einen achten, denn ihr habt, das ist jetzt hier der kleine, ihr habt hier auch noch 5 verschiedene andere Stanzformen und damit könnt ihr dann entweder kleine Schmetterlinge machen oder solche Akzente setzen. Damit lassen sich auch ganz toll Hintergründe gestalten. Das habe ich euch hier mal ausgestanzt. Also das da hier sind diese beiden kleinen Schmetterlinge. Ja, vielleicht sollte ich euch das mal mit was hinterlegen, damit ihr das besser seht. So. Also, das sind die kleinen Schmetterlinge. Hier habt ihr so eine Art Mauerwerk. Und das da ist quasi, es ist mehr, man könnte es nennen, perforiert, ne? Also, es sind quasi nur Linien reingestanzt. Hier habt ihr kleine Punkte. Das sind also Stempelset und Stanzformen. Einmal kurz zur Seite. Denn passend dazu gibt es auch noch die wunderhübschen Papiere. So, Stempelset und Stanzformen sind ja noch im neuen Jahreskatalog drin, das heißt, die wird es länger geben. Die Papiere zur Aktion sind dagegen nur erhältlich während der Aktion und da auch nur so lange Vorrat reicht. Wir haben hier einmal dieses wunderhübsche Designerpapier mit den schönen frühlingshaften oder schon fast sommerlichen Farben. Und dann gibt es noch ein Papier mit Holzoptik. Das Ganze jetzt nochmal im Detail für euch. Das Papier hier, ihr seht, ich habe es schon angebrochen. Das ist 6x6
Inch groß, also 15,2 mal 15,2 in etwa. Ihr bekommt insgesamt 48 Blatt von diesem Motivpapier. Das sind jeweils 8 Blätter in 6 verschiedenen Designs. Und die zeige ich euch auch hier nochmal im Detail. Das finde ich besonders hübsch mit dem Regenbogen in den Schmetterlingen. Und keine Sorge, ich zeige euch auch gleich noch die Rückseiten. So. Und die Rückseiten sehen so aus. Und das Tolle an diesem Papier ist, dass dieses Design hier mit den Schmetterlingen 1:1 zu unseren Stanzformen passt. Das heißt, ihr könnt hier diese Motive wunderbar ausstanzen und spart euch so quasi das Stempeln und Kolorieren. Und damit lassen sich auch schon ganz tolle Projekte gestalten. Außerdem gibt es, wie gesagt, das Designerpapier oder das Spezialpapier heißt es, in Holztextur. Darin enthalten sind 2 Blätter in 12x12 Inch. Ich habe hier jetzt schon was angeschnitten, weil ich damit schon gebastelt habe. So sieht das aus. Auf der Vorderseite habt ihr dieses Holzdesign mit so einer zusätzlichen Struktur auch drin. Ich weiß nicht, ob man das... Doch, da sieht man es. Also es sieht quasi aus, ein bisschen wie Holzfurnier. Die Rückseite dagegen ist sehr schlicht gehalten, wenn man es etwas unaufgeregter möchte. Wer alle 4 Produkte zusammen haben möchte, kann das Ganze auch als Kollektion bestellen. Hierin ist dann der Preisvorteil mit den 10% für Stempelset und Stanzform enthalten. Und ihr müsst nur eine einzige Bestellnummer eingeben. Ich habe für euch auch noch ein paar Projektbeispiele vorbereitet, damit ihr seht, was man Schönes daraus zaubern kann. So, fangen wir mal an mit dieser Karte hier. Ihr seht, ich habe hier auch dieses Designerpapier ausgestanzt und habe mit dieser Stanzform mit den Konturen mir eine Schablone gestaltet, die ich dann mit unserem Blending Brush hier in Aventurin koloriert habe. Und so ist dann der Hintergrund entstanden für die Karte. Dann habe ich diese Karte hier. Bei dieser Karte sieht man hier im Hintergrund das Spezialpapier mit diesem Furnier-Look. Ich habe das Ganze ein bisschen aufgeraut an den Kanten. Und hier das Weiße ist mit, Anthrazitgrau. Mit Anthrazitgrau ist es gestempelt worden. Und zwar mit dem Stempelset Butterfly Brilliance. Also das sind quasi diese 6 Schmetterlinge, die ihr im Stempelset habt. Hier der Schmetterling vorne ist auch wieder aus dem Designerpapier ausgestanzt. Und dann habe ich noch 2 Karten für euch, die sind ähnlich. Die habe ich, das eine war mein Prototyp, das andere habe ich mit meinem Team beim Teamtreffen online gebastelt. Das sind so, ich weiß nicht genau, wie ich sie nennen soll, auffaltbare Karten mit einem kleinen Special-Effekt quasi, ne? Nicht so eine 0815-Klappkarte. Und auch hier seht ihr wieder die Schmetterlinge aus dem Designerpapier. Ich habe auch den Rest, den ich übrig hatte nach dem Stanzen, hier für diesen Streifen an der Seite verwendet. Alle gezeigten Produkte bekommt ihr ab dem 2. März bei mir per E-Mail oder über den Stampin' Up! Online-Shop. Mehr Informationen findet ihr auf stampinclub.de. Die Details zu meinen gebastelten Projektbeispielen zeige ich euch dort auch im Laufe der nächsten Wochen. Alle erwähnten Links packe ich euch unten auch noch in die Infobox unter dem Video, da könnt ihr sie leichter finden. Habt ihr Fragen, meldet euch gerne bei mir. Das war's für heute. Euch allen eine kreative Zeit und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.